Juhu, Kritzepixel-Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kritzepixel hier auf eurem Kunstkrempel- und Zeichen-Channel. Zeichnen ist auch das richtige Stichwort. Heute geht es ums Zeichnen lernen mal wieder und ich möchte euch eine wundervolle Methode vorstellen, die euch garantiert weiterbringen wird in euren Zeichen- und auch Malereikünsten. Und zwar geht es ums Abpausen. Wow, ja, das ist jetzt die Bombe. So, Abpausen ist doch böse. Man darf nicht abpausen. Das ist gegen das Gesetz. Also teilweise ist es tatsächlich korrekt, aber man kann mit Abpausen eine Menge lernen. Ich nenne diese Methode auch Up-Up-Ref, das bedeutet Abpausen, Abzeichnen und Referenzen nutzen. In diesem Video werde ich euch auch die Unterschiede erklären zwischen Abpausen, Abzeichnen und Referenzen und was das rechtlich alles bedeutet und wie man durch Abpausen tatsächlich lernen kann. Insbesondere für Anfänger, die noch sehr am Struggeln sind und überhaupt erstmal einen Einstieg brauchen in das Lernen und Zeichnen von Posen. Dazu jetzt im Video mehr. Viel Spaß! Oh, hallo. Okay, er guckt so müde, wie ich mich fühle. Die Haare sind... Well, das ist aber ein sehr, sehr schönes Bild, weil es ist eine wunderschöne Schwarz-Weiß-Aufnahme mit einer tollen Beleuchtung und man sieht hier sehr gut die Muskulatur des Körpers. Man kann hier sehr viel über die Muskulatur des Körpers lernen. Und das Erste, was ich jetzt machen werde, ist dieses Bild abpausen. Oh, böse, böse, dieser Bilder abpausen. Ja, Bilder abzupausen, das ist tatsächlich keine krasse Eigenleistung. Ich gebe auch nicht damit rum und sage, guck mal, habe ich abgepaust. Das ist ja meine krasse Leistung, Bruder, wow. Sondern ich benutze das, um ein erstes Gefühl für die Abstände, für die Formen, ne, für die Shapes des Körpers zu bekommen. Denn ich brauche immer so ein bisschen Zeit, um mich halt an neue Figuren zu gewöhnen, wenn wir, das ist ein springender Punkt, nämlich aus dem Kopf heraus eine Pose malen oder wir zeichnen eine Pose ab, dann neigen wir trotzdem dazu, vorhandenes Wissen einfließen zu lassen. Man glaubt also, ja, aber ich weiß ja, Schultern sind ja in etwa so breit oder das habe ich schon mal so gezeichnet. Und dann neigt man dazu, Fehler zu machen, weil man altes Wissen nutzt, das sich eventuell gar nicht auf das neue Bild anwenden lässt. Denn gerade menschliche Körper sind sehr, sehr divers. Und dieses alte Wissen, was man meint, was richtig wäre, nicht zu benutzen, wenn man mit einer Referenz arbeitet, ist gar nicht so einfach. Das wird ausradiert, regelrecht, wenn man erstmal die Referenz abpaust. Und das werde ich jetzt einfach mal machen. Dafür mache ich mir das gut durchsichtig, nicht ganz so durchsichtig, so 50% ist eigentlich ganz okay. Ich möchte noch recht viel von den Linien natürlich erkennen und dann nehme ich da einen ganz normalen Brush. Ihr könnt das natürlich auch mit Pauspapier und einer Zeitung machen, funktioniert nicht ganz so gut. Ist natürlich nicht so schön leuchtstark, wie wenn man das jetzt an einem Grafiktablett oder Pen-Display macht. Aber es geht auch in der Realität mit Butterbrotpapier oder Pauspapier gibt es extra auf einer Zeitschrift zum Beispiel oder auf einem Bildschirm von eurem Handy oder eurem Tablet, da könnt ihr auch über ein Tablet mit einem normalen Blatt Papier zeichnen. Sehr gute Methode übrigens. Viele von euch haben doch bestimmt Smartphones, die recht groß auch heutzutage sind und Tablets, die recht groß sind. Und dann könnt ihr einfach ein Blatt Papier nehmen und das über euer Bild drüber packen. Das leuchtet euch schön durch und dann könnt ihr die gleiche Methode anwenden. Die Formen des Kopfes sind ganz interessant. Die zeichne ich mir immer erstmal wirklich nur ganz grob mit Linien ein. Also ich gehe ganz, ganz grob einfach nur mit Linien nach. Zack, 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 zack. Und versuche ja auch nachzufinden, wo könnte die Schädelplatte wohl irgendwo sein? Wo endet das wohl? Das ist halt meine Methode, um die Form des Gesichts besser kennenzulernen. Ich will ja auch nicht das Gesicht der Person jetzt hier übernehmen. Mich interessiert eigentlich mehr die Pose. Das bedeutet, ich werde mich auch später selber darum kümmern, hier ein anderes Gesicht einzufügen. Eventuell die Augenposition anpassen, die Mundposition, noch die ganze Struktur des Gesichts. Was mich jetzt tatsächlich mehr interessiert, ist einmal die Licht- und Schattensituation und der Körper selber. So, ja, und da gehe ich jetzt einfach mal so ran, ne? Das wird einfach aufgeteilt in simple Shapes. Zack, wie richtig schön die einzelnen Knochen noch nachgehen. Wichtig nebenbei, empfehle ich immer, da kann ich euch auch nochmal was in der Videobeschreibung verlinken, dass ihr euch Informationen holt, wie die Anatomie aufgebaut ist und funktioniert. Ich weiß jetzt zum Beispiel hier, wie die Muskulatur bei diesem Arm funktioniert und wie sie sitzt und läuft. Ich weiß jetzt, warum ich hier solche Erhebungen sehe, weil ich habe mein Anatomiebuch nebenbei offen, das mir sagt, so funktioniert die Anatomie des Arms, bei der und der Pose spannen sich so und so die Muskeln an, also kann ich hier erahnen, warum sich die Rundungen so formen und kann deswegen die Linien besser finden. Weil das ist eigentlich ein Bild ohne Linien. Ich meine, das ist ja ein Foto
Und da hat ja niemand vorher mit einer Linie was gezeichnet. Linien nutzen wir beim Zeichnen ja, um die Flächen abzugrenzen, die eben ein Bild ergeben. Hier kann man zum Beispiel sehr schön aus den Lichtbereichen einzelne Flächen heraus extrahieren. Und ich muss mich halt jetzt entscheiden beim Zeichnen, welche Linien übernehme ich, um daraus später ein Bild zu gewinnen und die Pose lesbar zu machen. Und je mehr ich über den Körper weiß, das kann ich halt beim Abpausen nebenbei auch schon üben, desto leichter fällt es mir, hier die passenden Linien auszusuchen. Da kann man auch ein bisschen mehr machen. Aber ich empfehle euch hier halt wirklich nicht zu stricheln, sondern macht so wie ich, so zack, zack. Einfach so ganz gerade, glatte Striche durchzugehen. Gar nicht bis ins Detail reinzugehen, das passiert dann später. Sondern wir wollen nur ein Gefühl für die Pose gewinnen. Dass ich hier übrigens dieses Bild ungestraft abpausen kann, liegt daran, dass das ein Stockfoto ist. Ich bin bei diversen Stockfotoseiten angemeldet und ich arbeite sehr viel mit Stockfotos. Ich poste auch aktuell sehr, sehr, sehr viele abgezeichnete Bilder auf Instagram, weil das ist mein aktueller Übungsflow. Ich kann keine männlichen, muskulösen Körper zeichnen, auch wenn man gesehen hat, dass es da sehr viele von gibt auf meiner Instagram-Seite. Eben weil ich das gerade aktuell sehr übe. Die wurden bei mir immer zu lang, zu schlaksig oder dann zu bullig. Und deswegen bin ich das gerade halt am Üben. Und das mache ich immer mit dieser Methode. Abpausen und dann wird nicht nur abgepaust, dann wird das Bild erstmal abgezeichnet. Und dann wird das Bild variiert, mit quasi als Referenz genutzt. Da kommen wir aber noch drauf. Wir sind jetzt erst nochmal beim Abpausen. Jetzt hier machen wir das Abpausen hier so, zack. Manchmal nehme ich auch nur die simple Form der Hand. Mir geht es jetzt gar nicht um die Finger und den ganzen Kram. Das interessiert mich gar nicht so sehr. Ich versuche jetzt hier ein bisschen den Körper kennenzulernen und ein bisschen so zu erahnen, wie das hier aufgebaut sein könnte. Und das reicht auch erstmal. Das ist jetzt so der große, grobe Umriss, mit dem das hier schon mal einigermaßen funktioniert. Jetzt gucken wir das ganz genau an. So. Die Pose bei ihm sieht ein bisschen kraftvoller aus. Was könnte bei mir der Unterschied sein, dass es dann nicht so kraftvoll aussieht? Wo habe ich da eventuell nämlich für die falschen Striche entschieden? Manchmal sind winzige Unterschiede in der Schulterpartie sind entscheidend, dass eine Pose kraftvoll oder kraftlos aussieht, dass jemand angespannt oder eben schlaff aussieht. Und wenn man schon beim Abpausen Fehler macht, dann könnt ihr euch vorstellen, dass man beim Abzeichnen eventuell den gleichen Fehler noch drastischer wiederholt. Und ja, das ist dann sehr hilfreich, wenn man dann sich hier nochmal das ganz hervorholt und ein bisschen weniger zu gucken, welche Schatten kommen hier noch raus, die das eventuell zeigen können. Aber er steht halt schon auch sehr gebeugt und gebückt da, der Mann. Recht wichtig hier bei diesem Bild ist tatsächlich, dass er die Brustmuskeln so anspannt, weil er ja auch seine Armmuskeln, da kommt jetzt auch gerade sehr viel Kraft durch. Und er spannt seine Muskeln an. Damit man also die Kraft in diesem Bild wahrnimmt, braucht es die Linien unbedingt, die zeigen, dass die Muskeln angespannt sind. Und wenn ich die jetzt nicht einzeichne und nicht darauf achte, dann sieht das Ganze halt flach aus. Jetzt kommt da schon so ein bisschen mehr Power und Bewegung rein, wenn ich mir das jetzt hier quasi noch dazu gezeichnet habe, wie angespannt auch die Arme sind. Ne? Es ist gar nicht so relaxed, die Pose. Wenn so ein muskulöser Kerl rumsteht, dann sind die Muskeln gar nicht so heftig definiert. Okay, das ist auch von Körpertyp zu Körpertyp natürlich unterschiedlich. Aber er spannt hier schon einiges an, damit die Pose so natürlich cool sexy aussieht. Ne? Von daher, cool. Verabschieden wir uns jetzt erstmal von dem Foto da im Hintergrund. Das ist erstmal eine Basis, mit der wir arbeiten können. Die werde ich mir jetzt auch ein bisschen in kleiner hierhin böllern und dann kommst du hier und dich werde ich in kleiner rüber holen, weil jetzt kommt der Punkt, an dem ich sage, abzeichnen. Jetzt möchte ich das Ganze abzeichnen, in Anführungsstrichen so gut wie ich kann. Das muss jetzt nicht hundertprozentig sitzen, ne? Und achte darauf, nicht unbedingt meinen Stil reinzubringen beim Abzeichnen, sondern wirklich das Foto abzuzeichnen. Wenn ich dann das Foto nur noch als Referenz nutze, dann kann ich auch meinen eigenen Stil reinbringen und einen anderen Flow und eine andere Bewegung. Aber erstmal geht es jetzt darum, ne, stilfrei die Pose zu getten, wie die Jugendlichen heutzutage sagen. Sagt man das überhaupt? Ich glaube nicht. Vorher die Kopfform schon mal gezeichnet zu haben mit schnellen Linien, hilft mir natürlich jetzt in dem Fall auch wesentlich schneller, erstmal die grobe Kopfform zu Papier zu bringen. Beim Abzeichnen hangele ich mich jetzt entlang der Dinge, die ich gelernt habe über Anatomie
und über meine Abpaus-Variante bis hin zur eben der Vorlage, um das alles miteinander zu verbinden, sodass ich mit einer Mischung aus meinen Informationen, die ich halt eben durch meine vielen Übungen erhalten habe und durch die Informationen, die ich durch das Bild erhalte, möglichst nahe am Foto sein kann. Also es geht mir halt wirklich darum, beim Abzeichnen möglichst nah am Foto zu sein. Übrigens Abzeichnen absolut gar keine Schande, wenn man ein eigenes Bild daraus macht. Wenn ihr dafür auch noch Stockfotos benutzt, erst recht gar kein Problem. Es ist halt immer so, dass man, wenn es geht, also wenn es nicht gerade Stockfotos sind oder so, sollte man halt auf jeden Fall immer nennen, woher die Referenz wirklich kommt. Sinnvoller ist es, und da kommen wir jetzt gleich noch dazu, das Ganze halt wirklich nur als Referenz zu nutzen und etwas ganz Eigenes aus der Vorlage zu machen. Wie die Magie funktioniert, wie gesagt, gucken wir gleich. Hm? So, das ist jetzt erstmal das abgezeichnete Bild. Da sehe ich halt selber schon, okay, die eine Schulter habe ich zu breit gemacht. Da bin ich mir ein bisschen unsicher, was die Pose angeht und was die Höhen angeht. Jetzt kann ich natürlich hingehen und sagen, ich messe das jetzt einfach ab, was ich da falsch gemacht habe. Das war jetzt so der erste Schritt, um das Ganze abzuzeichnen. Aber ich habe natürlich jetzt die Möglichkeit, da nochmal im Detail ranzugehen. Man kann auch noch viele Dinge nochmal wegradieren. Zum Beispiel ist jetzt hier der von uns aus gesehen linke Arm ein bisschen seltsam. Die andere Schulter müsste eventuell ein bisschen höher. Ich habe das alles ein bisschen zu breit gemacht, aber fürs erste Mal abzeichnen ist das ganz gut. Jetzt wäre es sinnvoll, das hier wegzumachen und es nochmal abzuzeichnen, wenn ihr wirklich intensiv üben wollt. Weil das ist halt diese Wiederholung der Wiederholung. Ihr werdet jedes Mal mehr von vornherein verbessern und jedes Mal auf mehr, also von vornherein auf mehr achten und euch verbessern, je öfter ihr eine Sache abzeichnet. Und ihr müsst, wie ihr sehen könnt, habe ich das recht schnell abgezeichnet. Ihr müsst euch da nicht stundenlang Mühe für geben. Das kann halt auch einfach echt am Anfang ein Haufen Gekritzel sein und das zweite Mal ist ein Haufen Kritzel und das dritte Mal ist ein Haufen Gekritzel. Aber so tastet man sich da sehr gut heran. Was übrigens eine schöne Übung am Computer ist oder was eventuell auch am Handy ganz gut geht. Ihr könnt euch jetzt das alte Bild, die Vorlage einfach nehmen, mal drunter packen, um wirklich zu gucken, was habe ich falsch gemacht. Also in Anführungsstrichen falsch. Das hilft enorm, diese Fehler dann nicht zu wiederholen. Es ist genauso, wie ich gesagt habe. Die linke Seite ist mir einfach abhanden gekommen, weil ich nicht so direkt auf die Perspektive geachtet. Ich habe mich auch gar nicht getraut, die Schulter so weit runterzuziehen. Und das ist jetzt ein ganz toller und spannender Punkt. Die Schulter müsste viel weiter unten sitzen. Und es ist halt etwas, was man aus dem Bauchgefühl heraus oder auch aus dem Wissen heraus vielleicht nie machen würde, weil man sich halt denkt so, nee, das kann nicht sein, das kann nicht anatomisch korrekt sein. Und dann schaut man sich die harte Realität an und stellt fest, oh doch, und dann traut ihr euch auch mehr, weil einfach, ihr sammelt immer mehr Wissen an, wie der Körper aufgebaut ist durch solche Übungen. Und es ist so schwierig, man hat mich auch immer wieder gefragt, wie korrigiere ich denn meine Übungen? Wie korrigiere ich dann meine Fehler und Mistakes? Ich sehe das ja dann nicht, wer soll mir das dann sagen? Ich habe da keinen Lehrer, der mir da helfen kann. Hier könnt ihr euer eigener Lehrer sein, weil ihr halt einfach eure Vorlagen nutzen könnt, um euch zu lehren, was da eventuell schiefgelaufen ist. Das Gesicht habe ich so ganz gut getroffen, dafür, dass ich mir kaum Mühe gegeben habe. Klassiker. Dass der andere Arm gar nicht so hundertprozentig stimmt, da gehe ich jetzt mal gar nicht drauf ein. Nehme mir jetzt hier wieder meine Vorlage, schiebe sie beiseite. Machen wir mal ein bisschen kleiner, der Mann, ein bisschen kleiner. So, und dann mache ich mir vielleicht das hier auch nochmal weg, damit ich ein bisschen mehr Platz habe. Wichtig ist auch, dass man eigentlich genügend Platz für diese Pose hat, damit man sich auch traut, bis halt in die richtigen Richtungen zu malen. Wenn ihr euch zu sehr beschränkt mit eurer Papiergröße, dann quetscht man manchmal auch einfach einen Mensch aufs Papier und macht alles falsch. Mal gucken, ob es jetzt beim zweiten Versuch besser wird. Die Pose sieht jetzt auf jeden Fall schon wesentlich besser aus und ich habe sie nur ein bisschen angepasst. Jetzt müssen wir mal gucken, ob ich das richtig gemacht habe. Und es muss ja, wie gesagt, auch nicht immer alles hundertprozentig stimmen. So dramatisch ist es nicht. So, ein bisschen größer muss der Mann wieder. Also hier unten der Körper stimmt schon mal teilweise. Das Gesicht ist jetzt, also wenn ich mich vom Gesicht her orientiere, dann ist er immer noch ein bisschen zu breit, wenn ich mich jetzt nur vom Körper orientiere, habe ich es eigentlich ganz gut gemacht, dann müsste der Kopf eventuell anders sitzen. Das ist aber nicht so dramatisch. Also den Kopf, da kann man halt auch, bei sowas könnt ihr halt dann auch, ne, einfach mal so einen machen. Hier und eiskalt, wie sie verschieben. Da guckt der Gavin halt richtig. Das ist auch nicht unbedingt per se dann abpausen. So dramatisch ist es nicht, wenn man mal ein, zwei Sachen anpasst. Gerade wenn man mit Stockfotos arbeitet. Stockfotos, großartige Sache, gibt auch ein paar lizenzfreie, kostenlose, gerade für Leute, die eben nicht kommerziell arbeiten, im Internet zu finden, kann ich nur empfehlen. Ja, ne? Also von der Pose her finde ich das so ganz passend. Das kann man tatsächlich nehmen. Okay, nächster Schritt war,
das Ganze mit Referenzen zu verbinden. Also was ist der Unterschied zwischen Abzeichnen und einer Referenz? Das muss man jetzt auch nochmal ganz kurz festgelegt haben. Der Unterschied zwischen Abzeichnen und einer Referenz liegt darin, dass man, wenn man mit einer Referenz arbeitet, nur einen Extrakt der Zeichnung nimmt, also der Vorlage nimmt, um daraus etwas sehr Eigenes zu kreieren. Abgezeichnete Bilder, wie gesagt, total legit und fair, gerade bei Stockfotos gar kein Problem. Aber mit Referenzen, wenn ihr nur im Referenzbereich arbeitet, dann könnt ihr mehr oder weniger alles als Vorlage nehmen, weil ihr das Urhebergesetz durch eure starke Eigenarbeit wieder aushebelt. Übrigens, dass man halt, ne, abpausen ist Verstoß gegen das Urhebergesetz, wenn man keine Rechte an den Bildern hat. Wenn man das für sich privat zu Hause macht, das ist natürlich eine Sache, so zum Üben kein Problem. Wenn ihr das postet, könnte es schwierig werden. Abzeichnen kann auch schon mit dem Urheberrecht in Kollation treten. Auf der anderen Seite halt, wie gesagt, Referenzen, die gehen so weit, dass ihr ein eigenes Produkt erschaffen habt. Und so weit muss das Ganze dann auch abgeändert sein. Zum Beispiel, wenn man die Sachen im eigenen Stil wiedergibt. So, also das ist zum Beispiel eine Zeichnung, die mit einer Referenz entstanden ist. Wir haben die Pose teilweise übernommen, aber abstrahiert. Ich habe sie in den Comic-Look mit hineingezogen, vereinfacht, die Körperform ein bisschen verändert, weil ja ein Stil auch auf die Körperform einer Figur komplett verändert. Und jetzt haben wir so einen Pseudo-Anime-Duschbag zu knapp bekleideten komischen Elfen mit Federhut. Ja, das ist, wie gesagt, das Ding mit den vielen Eigenelementen, die man einfügen kann. Und das Schöne ist, wenn man das Ganze wie eine Referenz behandelt und seinen eigenen Stil und seiner eigenen Linienführung folgt, dann wirkt das Ganze auch sehr dynamisch. Also diese Pose, die ich jetzt hier zum Beispiel nicht korrekt wiedergegeben habe, sondern so den Extrakt, den ich jetzt kennengelernt habe, ich wusste jetzt, okay, die Schulter muss nach vorne zeigen. Ich muss es schaffen, dass der andere Arm nach hinten zeigt, aber trotzdem die Spannung vorne hält. Habe ich jetzt noch nicht ganz hundertprozentig hinbekommen. Dann müsst ihr jetzt wahrscheinlich hier unten ein bisschen mehr eine Kurve machen als das. Ich habe die Dynamik der Pose besser umsetzen können, auch wenn jetzt die Brustmuskeln hier zum Beispiel ja ein bisschen geschrumpft sind und auch der Hals viel schmaler gemacht worden ist. Trotzdem stimmt die Dynamik der Pose, weil ich sie vorher besser kennengelernt habe. Ich habe die Pose vorher studiert und davon natürlich auch wieder eine ganze Menge gelernt. Was bedeutet, dass man, je mehr man lernt, natürlich auch irgendwann dann aus dem Kopf heraus mal irgendwas zeichnen kann. Ist immer aber schöner mit einer Referenz, sage ich, weil man dann immer weiter lernt. Ist toll, aus dem Kopf zeichnen zu können? Ja. Ich sage immer, das ist ein bisschen Zeitverschwendung. Mit einer Referenz geht es schneller. Mit vielen Referenzen kann man sich was komplett Eigenes zusammenbasteln und man lernt dabei automatisch jedes Mal was, was halt sehr viel wert ist, weil eigentlich will man sich permanent weiterentwickeln. Natürlich ist es toll, wenn man mal so eine Skizze nebenbei ins Buch machen kann, die schon mal ein bisschen sitzt. Sprich, wenn ich ein Bild plane, suche ich auch erstmal nicht unbedingt Referenzen zusammen, sondern erstmal zeichne ich blanko das auf, was ich im Kopf habe, und dann gehe ich mit Referenzen ran, um das Bild noch schöner zu machen. Also ich gehe in die Planungsphase und überlege, ja, okay, das sind tolle Elemente, aber wir haben andere Künstler ein ähnliches Motiv umgesetzt, um davon zu lernen. So. Ja, das ist doch ganz interessant geworden. Und ja, Referenzen funktionieren für eine Vielzahl an Stilrichtungen. Da müsste ich jetzt noch ein bisschen arbeiten, um zu gucken, wie weit ich die Anatomie da übernehmen will. Das wäre jetzt auch nur schnelles Gekritzel, aber ich wollte nur mal zeigen, wie unterschiedlich Stile ja auch sein können und wie man etwas sehr Realistisches in etwas sehr Cartooniges verwandeln kann. Gut, ich hoffe, das hat euch einen neuen Lernweg geöffnet. Das ist eine sehr wichtige Zeichenmethode, die ich jetzt seit Monaten praktiziere, jeden Tag. Und es hat mich so enorm weitergebracht. Ich habe so ein viel besseres Verständnis und bin so viel schneller geworden, was das Abzeichnen und Nutzen von Posen und Figuren angeht. Es ist großartig. Und das funktioniert nicht nur mit Menschen. Das könnt ihr halt auch mit Bäumen machen oder Steine oder Büsche oder Flugzeuge oder Batman. Ne? Ihr wisst ja Bescheid. Das ist die total tolle Outro-Musik. Das ist die total tolle Outro-Musik. Gib doch ein Video an und lass ein Abo da dran. Da, baby, baby.